Also Zekia ist am Anfang gekommen und hat kein Wort Deutsch können. Und dann hat sie wirklich, sie ist jeden Tag in den Deutschkurs gegangen. Und dann haben wir gleich gemerkt, sie kann nähen. Also wirklich handwerklich, es ist wahnsinnig, was sie kann. Und dann haben das die Leute im Quartier gemerkt. Und dann hat sie angefangen, von verschiedenen Leuten auch Sachen flicken und reparieren. Und dann habe ich irgendwann einmal gefunden, sie müsse eigentlich etwas haben dafür. Und so ist das entstanden. Und für sie ist es natürlich toll. Sie hat eine Aufgabe. Ich nicht liebe immer sitzen zu Hause und kochen und putzen. Ich immer liebe arbeiten auch. Und vor Nähen, ich immer vor mir richtig und kommen. Ja. Also die Leute, die von Armut betroffen sind, können selten selber etwas dafür. Das ist meine Erfahrung. Auch dort hat man oft das Gefühl, ja, wenn du arbeiten willst, findest du eine Arbeit und so. Und das ist einfach nicht so. Ich gehe und kaufen. Ich schaue, diese billig oder teuer. Ich immer billig kaufen. Und ein Monat, ich nehme Geld mit Kollegen auch. Ja, aber wenig gut für mich. Also man muss sagen, Zekia hat in Syrien war sie ja Chefin von einer Schneiderei. Mit, glaub, 150 Angestellten, wenn man nicht ganz täuscht. Das heisst, sie konnte dort schon mit Geld umgehen. Sie kann auch hier mit Geld umgehen. Wir haben auch viele Schweizer, die hierher kommen, die auch armutsbetroffen sind. Das ist noch versteckt. Und Schweizer schämen sich. Sie schämt sich nicht. Und das ist auch ein grosser Unterschied. Wir haben die Schweizer, die kommen, die armutsbetroffen sind, die haben mehr Mühe, das Geld einzuteilen, bis sie können es gar nicht können. Man hat das wie gar nicht gelernt. Die Schweizer können vielleicht lernen, ein bisschen teilen. Also wir haben sehr reiche Leute, auch hier in Basel. Und das würde ihnen nicht viel ab den Hut gehen, wenn die 1% mehr Steuern würden zahlen, damit dass man Armutbetroffenen auch einen anständigen Lebensunterhalt geben könnte.